Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video auf meinem Kanal. Heute Leute, werden wir uns die Weltrekorde anschauen, die es bis jetzt im Brawl Stars gab. Und zwar Leute, das Ganze mache ich auf jeden Fall mit einer App und da werde ich euch auf jeden Fall alles zeigen. Und Leute, lasst gerne ein Like da, wenn euch solche Videos gefallen. Ich würde das sehr supporten. Geht gerne auf meinen Livestream-Kanal vorbei, denn da werde ich, wie gesagt, erstmal streamen. Und Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an und wir labern nicht so viel und ich würde sagen, let's go, Leute. Erstmal, Leute, gehen wir mal zu den besten Trophäen hin. Und zwar, Leute, wie ihr wisst, war auf Platz 1 AQM Lee Nane auf jeden Fall mit 55.000 Pokale. Das ist auf jeden Fall mega, mega krass. Und auf Platz 2 war irgend so ein Chineser, tut mir leid, ich kann den Namen nicht aussprechen. Auf Platz 3 YouTube Vitalshark mit 52.170 Pokale. Auf Platz 4 CL Gang Pu, den kennen bestimmt die meisten. Und auf Platz 5 Equark. Auf jeden Fall, ja Leute, auf jeden Fall, das waren die ersten Top 5 auf jeden Fall. Das haben bis jetzt ungefähr... das haben auf jeden Fall, wie gesagt, bis jetzt ungefähr 43 Leute, wie ich es sehe, 50.000 Trophäen erreicht. Auf jeden Fall, das ist mega, mega krass. Und Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach mal jetzt zu den höchsten Level auf jeden Fall. Also wer am höchsten Level von dem ganzen Game hat. Und zwar, Leute, wir sind jetzt hier auf jeden Fall. Und zwar, wer hat am höchsten Level im ganzen Game? Auf jeden Fall, die meisten können sich das auch schon denken. Auf jeden Fall, es ist Landi, Leute, mit 444 Levels. Leute, ihr müsst wissen, Landi hat so viel in diesem Game gezockt. Also, er hat so viel dieses Game gezockt, dass er sogar 444 Levels ist. Und auf jeden Fall auf Platz 2 ist auf jeden Fall 413 und er hat, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, er hat auch nur 31.000 Pokale, also Platz 2. Das ist auf jeden Fall auch mega, mega krass auf jeden Fall, wie man sowas erreichen kann. Auf jeden Fall, ich würde sagen, Leute, wir gehen dann mal jetzt zu den, ja, meisten Solo-Showdown-Trophäen. Also, ja, wer am meisten Solo-Siege hat. So, auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt hier. Wer hat am meisten Solo-Siege bei dem ganzen Game? Auf jeden Fall, das ist die Frage, Leute. Ich werde das jetzt auf jeden Fall euch zeigen, Leute. Und zwar hat Platz 1 der Welt 20.016 Solo-Siege, also Solo-Showdown-Siege. Und Platz 2 hat 19.693 auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall mega, mega krass, wie viele Leute Weltrekorde im Spiel gemacht haben. Also das gibt es halt richtig, richtig viele. Aber dazu wird noch auf jeden Fall mehr kommen. Und auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, bei Platz 1 ist in Solo-Showdown 20.016 Wins auf jeden Fall. Tut mir leid, Leute, ich kann gerade nicht so richtig reden. Und ich würde sagen, Leute, das Gleiche machen wir auf jeden Fall auch bei Duo-Showdown. Let's go. Auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt bei Duo-Showdown. Und, Leute, ihr könnt euch schon mal denken, das ist einfach das fünftmehrste davon. Und auf jeden Fall, Leute, Platz 1 mit den meisten Duo-Showdown-Siegen hat 25.643 Pokale. Auf jeden Fall, das ist auch mega, mega krass. Und, Leute, ihr müsst euch denken, der hat einfach nur 30.261 Pokale und der hat einfach schon 25.643 Wins und nur 396 Solo Wins. Auf jeden Fall, das ist auch mega, mega, mega krass. Und Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu den 3 gegen 30. Da wird es auf jeden Fall richtig, richtig extrem werden. Auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt bei 3 gegen 3. Und auf jeden Fall, Leute, es ist so verdammt krass, wie diese Person das geschafft hat. Das weiß ich selber nicht, Leute. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze jetzt in 3, 2, 1, boom! Auf jeden Fall, Leute, der Meister mit den 3 gegen 3 Wins hat einfach 101.422 Wins. Also, das 100.000 3 gegen 3 Wins. Und Platz 2 hat auf jeden Fall 82.000. Digga, wie krass ist das bitte, Leute? Alter, könnt ihr mir das bitte erklären? Das ist auf jeden Fall mega, mega, mega krass auf jeden Fall.
Und Platz 3 hat, wie gesagt, auf jeden Fall 69.966. Auf jeden Fall, Leute, es ist wirklich mega, mega, mega krass. Und Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt auf jeden Fall bei einem neuen Rekord. Also nicht wirklich neu, sondern es ist ein alter Rekord, aber der ist trotzdem immer noch richtig krass. Ich würde sagen, let's go, Leute. Okay, Leute, die meisten können sich auf jeden Fall jetzt schon mal denken, was kommt. Und zwar der höchste mit, also auf jeden Fall, wie viele Trophäen hatte der meiste bis jetzt mit dem Brawler B? Das werde ich euch auf jeden Fall sagen, Leute. Und es ist auf jeden Fall richtig, richtig krass, Leute. Auf jeden Fall, Platz 1 mit B mit den meisten Trophäen hatte 3048 Trophäen. 3000 Pokale mit B, Leute. Auf jeden Fall, hier blende ich euch nochmal einen Screenshot ein. Das war ein anderer, der hatte auch 3000 geschafft. Deswegen, es gibt auf jeden Fall zwei Leute, die 3000 geschafft haben. Erstmal YouTube Buggles, Brawl Stars und Elif auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall, er heißt Elif. Und somit hat er 3000 Trophäen auch mit dem Brawler B erreicht. Und es, Leute, es gibt noch auf jeden Fall viele, viele andere, die einen Brawler auf 2000 haben. Das seht ihr hier auf jeden Fall, wie gesagt, gerade. Auf jeden Fall, das haben richtig, richtig viele Brawler, also Leute, irgendeinen Brawler auf 2000 oder wie auch immer. Ich check nicht, wie man sowas erreichen kann. Auf jeden Fall, man denkt, bald schafft irgendjemand einen Brawler auf 4000. Das wäre auch mega, mega krass. Und auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, wie gesagt, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum letzten Punkt. Und ja, auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, let's go. Okay, Leute, auf jeden Fall, wie ihr gerade seht, bin ich jetzt in der Brawl Stars Lobby. Und es hat vor kurzem einer oder zwei Leute haben das erreicht. Auf jeden Fall, Leute, ich zeige euch mal das Ganze auf jeden Fall. Und zwar haben zwei Leute schon Master erreicht in Power Liga. Also somit können die 50.000 Starpunkte bei der Season Ende, also bei der Season Ende von Gold, also von der Power League bekommen. Alter, das haben einfach zwei Leute schon Master geschafft. Das ist auf jeden Fall mega, mega krass, Alter, Leute. Aber wirklich, es ist wirklich richtig krass, dass einfach schon zwei Leute auf Master sind und sogar noch, glaube ich, in Solo. Auf jeden Fall, das ist auch mega, mega, mega krass. Und auf jeden Fall, ja, Leute, ich würde sagen, dass das eigentlich auch mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Aber nicht vergessen, Leute, lasst gerne ein Like da, wie gesagt, das würde mich sehr freuen. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ciao, ciao.